Ja, Momo Leute, euer Sehu hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Fast hätte ich 17 gesagt. Heute werden wir weiter auf die Jagd gehen. Sydney hat uns gestern angerufen und gesagt, dass unsere Quest abgeschlossen ist. Aber sie möchte, dass wir noch nach dem Rechten gucken, nach einem Freund von ihr, einem Jäger. Und das werden wir tun. Sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Okay. Wir sollen zur Hütte gehen. Die muss ja echt riesig sein. Auto! Verdammt. Kann ich mich in den Weg stellen und der überfährt mich dann? Bin ich dann tot? Es gibt ja so viel zu wissen. Überfahr mich! Überfahr mich! Okay, dann nicht. Erntezutaten an Erntestellen. Oh, cool. Hallo Jungs, wer seid ihr? Die sind alle ganz schön warm angezogen, ne? Die Natur schafft immer noch die größten Kunstwerke. Der Langvite in seiner vollendeten Schönheit. Unvergänglich wie ein Diamant. Okay. Das sieht alles so gut aus. Oh, Erntezeit. Ups. Nicht springen. Das Problem ist, dass X bei der Xbox auf der Taste vom Viereck ist und deswegen komme ich damit durcheinander. Oh, leidender Feder. Pfeffer, achso, leidender Pfeffer, nicht Feder. Oh, das ist ein P. Ist das so eine Quest wie bei GTA? Ach nee, das ist ein Parkplatz. Gut, wir müssen noch warten, bis unser Fahrzeug fertig ist und wir können mit dem Fahrzeug fahren. Oh, also richtig, das wird gut. Schleichen wir uns jetzt mal rein. Achso, ist er. Ich dachte, ich soll durchs Loch kriechen. Wir sollen natürlich durch die Tür gehen. Wie normale Menschen. So. Was haben wir denn hier? Eine Nachricht? Mutiertes Doppelhorn gesichtet. Rufname Bluthorn. Merkmale rote Hörner, äußerst aggressiv. Sonstiges offener Jagdauftrag für Taoiti. Nacht! Holy shit! Ah, die Dinger kennen wir doch. Danke, Mann. Vorsicht, sie kommen. Oh, seid ihr hässlich. Auch der Gegner hat Angst. Leichter geht's nicht. Okay, Waffen wechseln. Das ist, Kamera, bitte. Weiter so, Nord. Nein, 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 nein. Ist das Kreis? Ich, ja. Dankeschön. Gott, das ist dynamisch. Das gefällt mir sehr. Überraschungsangriff, ja. Bitch. Okay, darum muss man sich erstmal gewöhnen. Lebt hier noch irgendwas? Da lebt noch was. Ich sehe einen roten Punkt. Ja, mein Freund. Surprise! Verdammt flink. Aber hallo! Das war easy. Okay, gehen wir wieder rein. Hey, da drüben ist auch eine Hütte. Ist es vielleicht die? Zur nächsten Hütte gehen. Ja, die hätte sich mal klar ausdrücken können, dass es mehr Hütten gibt. Na gut, rennen wir darüber. Oh, da kann, ah, das Kämpfen ist so cool. Das Spiel ist so cool. Ich will gar nicht aufhören. Ich werde das heute Nacht durchzocken. 400 Stunden lang. Aber ich habe Monster gesehen. Da, die Viecher sind wieder da. Okay, dann rennen wir doch glatt mal hin. Nicht so schnell. Das will wohl überlegt sein. Wohl überlegt sein? Zum Windrad warpen. Seltsame Tiere. Diese Spezies wird Taoti genannt. Ah, das war nicht der Typ, sondern die Spezies. Strategien. Deine Gefährten arbeiten unter Umständen Strategien aus, die euch im Kampf einen Vorteil verschaffen. Wenn du die Anweisung befolgst, erhältst du FP. Oh, cool. Warp-Punkte. Blaue Markierungen zeigen dir Punkte, zu denen du durchwarpen kannst. Visiere das Windrad an und teleportiere dich über einen Punkt-Warp dorthin. Sie schließt ihre Beute mit den Stoßzähnen auf und reißt sie so aus der Geborgenheit ihres Baus. Warp-Angriff von hohen Punkten. Teleportiere dich über einen Punkt-Warp an hohe Orte, um die LP- und MP-Regeneration zu beschleunigen. Von dort aus kannst du Gegner außerdem direkt per Warp-Angriff attackieren und ihnen dadurch großen Schaden zufügen. Na, okay, ich verstehe. Ja,
Surprise. Ja, mit denen freunden wir uns sicher nicht an. Die Musik ist aber noch scheiße laut, ne? Kannst du bitte leiser sein? Danke. Dein Plan ist aufgegangen. Was für ein Plan? Ich wurde angegriffen. Das ist doch kein Plan. Ich hab's gedrückt. Ich hab's noch gedrückt. Aber ich muss mich daran gewöhnen, dass ich es gedrückt halten muss. Das ist ein großer. Große Waffen sind bei schnellen Gegnern nicht gerade die beste Wahl. Okay, danke für die Info. Ausgerechnet von dir. Alle fit? Und wie? Weiter geht's. Ist dort jemand? Dave, der Jäger, nehme ich mal an. Wir haben dich gesucht. Alles in Ordnung? Danke. Nett von euch. Ich habe mir den Knöchel verstaucht und häng hier fest. Ich war auf Doppelhornjagd. Und ziemlich erfolgreich, will ich meinen. Bis mich dieses eine Exemplar erwischte. Ein grässliches Biest, wild und gefährlich. Ihr seht mir zwar nicht wie Jäger aus, aber vielleicht habt ihr ja Mumm. Ein grässliches Biest würde gegen Bezahlung helfen, Ignis entscheiden lassen und eigennützig helfen. Ich wollte nur helfen, alles gut. Und ab. Überlasst das einfach uns. Ich danke euch. Dann sperrt mal die Lauscher auf. Ich denke mal, das haben wir als Belohnung bekommen. Gut gesprochen, Nacht. Los, zeigen wir es der Bestie. Okay, 30 EP erhalten. Nice, da leuchtet was. Auf die Hörner genommen. Das Jagdziel finden. Ich vermute mal, ist da hinten. Verrostete Münze. Cool, einfach cool. Ah, gut. Ich würde sagen, wir rennen einfach mal hin. Kann gut möglich sein, dass ich so eine Sequenz, wo wir wirklich viel laufen müssen, später schneiden werde. Falls es wirklich vorkommt, dass das so krass kommt. Was ist das auf der Karte? Was ist los? Ich schlage vor, dass wir rasten und uns gründlich vorbereiten. Dich erwartet ein anstrengender Kampf. Bereite dich gut darauf vor, indem du dich in einem nahegelegenen Refugium ausruhst, wo Ignis und eine stärkende Mahlzeit kochen kann. Gute Idee. Gut, dann lasst uns das nächste Refugium aufsuchen. Hier draußen sind ziemlich viele Jäger unterwegs. Sind die so eine Art Gendarmerie? Sie bekleiden dieselbe Funktion, sind aber privat organisiert. An Erfahrung können wir es mit denen nicht aufnehmen. Hoffe, die sehen mich nicht in diesem Outfit hier. Jetzt zieh dich doch nicht selbst so runter, Prompto. Schließlich war es eine Spezialanfertigung. Die Kleidung weist dich als Begleiter des Königshauses aus. Trag sie mit Stolz. So ist das also. Ja. Okay. Wir gehen also zelten und nochmal zurückrennen. Geil. Einfach geil. Wieso sagst du das nicht vorher, dass wir dahin sollen? Gut, das ist Königskleidung? Das ist Leder. Wir sind einfach in der Wüste und wir tragen Lederkleidung. Gut, Lederkleidung ist halt einfach das Ding von Square Enix. Die lieben Leder. Die müssen einen Lederfetisch haben, anders kann ich mir nicht erklären. Was zum Teufel ist das? Ich muss erstmal Dinge herausfinden. Kann ich das kaputt machen? Absorbieren. Magie und die Elemente. Um Magie einsetzen zu können, musst du Elementarenergie sammeln. Es gibt drei Arten, Feuer, Eis und Blitz. Du findest sie vor allem in der Nähe von Refugien. Ist dein Vorrat voll, kannst du keine Elementarenergie mehr aufnehmen. Ist das so eine Art Munition? Ist das möglich? Ah, Refugium. Da wären wir. Rasten. Zelten in Refugien. Beim Zelten werden die angesammelten EP auf die Stufe der Gruppenmitglieder angerechnet. Außerdem kocht Ignis eine stärkende Mahlzeit, die der Gruppe für den nächsten Tag Boni für den Kampf gewährt.
Zelten. Genug geschafft für einen Tag. Wir zelten also? Mal sehen, wofür die Zutaten heute reichen. Wir haben einen eigenen Koch dabei. Das ist krass. Meriod Refugium. Tage vergangen. Okay, wir haben 0 Tage gerastet. Anscheinend. Wir haben noch gar nicht gerastet. Zwischendurch ein Foto. Wo kommen die Sachen her? Und wieso sprechen die nicht? Die sprechen offensichtlich, aber wir hören es nicht. Dinge, die keinen Sinn ergeben. Oder vielleicht doch. So, Ignis, Kochkünste. Beim Zelten verwendet Ignis die Zutaten im Inventar, um Essen zu kochen. Je mehr Rezepte du sammelst, desto größer die Auswahl an Gerichten. Nutze die Effekte von Mahlzeiten, um dir das Kämpfen zu erleichtern. Angriffskraft, achso. LP Maximum. Angriffskraft. LP Maximum Ahoro. Herzhafter Gemüseeintopf. Yes, please. Das ist doch perfekt. Für so einen anstrengenden Kampf, der uns anscheinend erwartet, dürfte das genau das Richtige sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Bossmonster ist, ob das unser erstes, wahrscheinlich kleines Bossmonster ist. Oh, sieht das gut aus. Holy shit. Sogar das Essen, da würde ich gerne reinbeißen. Jetzt kriege ich Hunger. Ich esse gleich erstmal was, glaube ich. Ich habe gerade die Musik von Cloud Strife gehört. Dieses Spiel hat sich gerade um 100% verbessert. Sehr schön, wir sind gestärkt. Kriegen unsere EP. Kommen auf Stufe 2. Kommen sogar auf Stufe 3. Ah, schade. Jetzt ist plötzlich die Musik so leise, ne? Komisch. Fotos. Unterwegs macht Prompto viele Fotos. Beim Übernachten zeigt er sie dir und du kannst aussuchen, welche du aufheben möchtest. Je mehr Erfahrung Prompto im Fotografieren sammelt, desto besser werden seine Bilder. Cool. Fotos teilen. Fotos kannst du auch in sozialen Netzwerken teilen. Lass deine Freunde an deinem ganzen persönlichen Abenteuer teilhaben. Oh, wie cool. Okay, was nehmen wir denn? Also, gutes Foto. Ich finde das finde ich schon mal sehr gut. Ja, das ist gut. Wie kann ich es behalten? Speichern. Foto speichern? Ja. Teilen. Dieses Foto teilen? Ja. Ja, verdammt, mir ist das Auto verreckt. So, das speichern wir uns natürlich auch ein. Und das teilen wir auch. Das muss geteilt werden, Freunde, ist ja ganz klar. Oh. Alles Schlechte hat natürlich auch etwas Gutes. Ah, schön. So, was haben wir noch so Schönes? Ah. Ihr zwei seid echt ein Herz und eine Seele. Was ist das denn? Was fotografierst du da? Oh, mitten im Kampf, krass. Na ja, gut, schade. Immerhin ein paar Sachen. Ich find's cool. Ich find's so cool. Das ist einfach so geil. Ich werde immer wieder posten, wenn ich aufnehme. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das Spiel kann über das Pausenmenü fast überall manuell gespeichert werden. Nur während Kämpfen spezieller Aufgabenphasen und in Dungeons funktioniert das Speichern nicht. Sid ist schon seltsam. Sid zog Sidney so liebevoll groß, wie er den Regalia gewartet hat. Ein normaler Mechaniker wäre damit überfordert. Alles in allem hat er ganze Arbeit geleistet. Aber wütend will ich ihn lieber nicht sehen. Ja, Sid bringt uns um, wenn seinem Goldstück was passiert. Keine Sorge, der Regalia ist bei mir in besten Händen. Tja, der Regalia. Okay, ich hätte laufen können. Habe ich nicht gecheckt. Oh, da hinten ist noch Magie. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Ein bisschen Frostmagie einsammeln. So gönne ich mir das.
Geh mal her, den Scheiß. Zack. Und da hinten ist auch noch ein bisschen was. Wir müssen das auf jeden Fall mitnehmen. Wer weiß, ob wir das brauchen. Wenn ich mich erstmal an das Spiel gewöhnt habe, dann wird's richtig awesome. Muss mich ja erstmal überhaupt noch dran gewöhnen, an die ganze Steuerung und alles. Mein Auto ist da hinten immer noch in Reparatur, okay. Und ich denke mal, dass diese Magie-Dingens, Bobbins, Kirchens, sich nach und nach aufladen. Nehme ich mir stark an. Manchmal frage ich mich, ob wir je wieder in diesem wunderbaren Auto sitzen werden. Den ganzen Tag zu sitzen war echt angenehmer. Schlafen war noch besser. Das stimmt. Wir hatten es echt easy mit dem Auto, ne? Aber eines Tages, Freunde, versprochen, ich verspreche es euch, wir werden wieder in diesem Auto sitzen. Und wir werden wieder gemütlich durch die Gegend fahren. Und darauf freue ich mich. Waffen ändern deine Statuswerte. Achso. Ja. Danke für die Info. Wer hätte es gedacht. So, da wir unserem Ziel sowieso jetzt schon ziemlich nah dran sind, würde ich sagen, machen wir ab hier weiter. Ich würde mich auch... Was? Achso, ich habe ihn gerempelt. Ich glaube, das ist unser Freund. Ein Doppelhorn. Ja. Und zweifelsohne eine Mutation. Wir müssen unbedingt etwas tun. Achso, ich kann mich da decken. Okay. Ich würde sagen, Angriff? Warte! Was denn, was denn? Der Knabe scheint ziemlich mies drauf zu sein. Echt jetzt? Macht er einen trägen Eindruck? Ja. Achtung! Mensch, Alter! Aber echt. Zu früh gefreut! Wie bitte? Okay. Okay. Auf in den Kampf. Der Sack will nur mich. Gefährtenkommandos. Gib deinen Freunden im Kampf Kommandos, um die Chance auf großartige Kombos zu halten. L1 plus Gefährtenkombo, okay. Sturm markieren. Durchschuss! Bam! So, dann würde ich sagen: Ansturm! Bam! Kein Problem. Darius, Ansturm benutzen, habe ich doch gerade gemacht. WTF? Mach doch! Das war ja nicht schwer. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Woo! Oh, was war das denn? Ich verabschiede mich mal. Okay, gucken wir uns das Ganze mal an und gehen einfach mal rüber. Zack! Guckt's euch an! Hier bin ich! Oh ja, zertrümmert, mein Freund. Oh Gott. Ihr habt nicht mal wirklich Leben verloren. Das war einfach perfekt. Kann nur zustimmen. Abgezogen, mein Digga. Dein Telefon. Ja? Ja? Hab gerade mit Dave gesprochen. Danke für eure Hilfe. Ah. Wir schulden euch was. Euer Wagen ist übrigens auch fertig. Schaut am besten mal rein. Alles klar. Warum war sie so aus Atem? Was soll das? Oh, er ist verschwunden. So, da ist eine Spitzhacke. Kommen wir nochmal zur Fahrerfrage. Von mir aus kann Ignis weiterfahren. Dito, der fährt wenigstens sparsam. Im Gegensatz zu mir. Ich glaube auch nicht, dass ich das hinkriege. Ihr lasst mir keine Wahl. Danke, Ignis. Mir ist hinterm Steuer einfach zu eng. Tja, alle haben Spaß, außer Ignis. So, was ist jetzt hier los? Ah. Oh, was für eine hübsche Farbe. Regenbogenstaub. Goldstaub. Goldstaub. Sehr schön. Ich würde sagen, damit haben wir das erfolgreich abgeschlossen. Das Kampfsystem ist... Freunde, das Kampfsystem ist einfach so cool. Ich war noch nie so geflasht von einem Final Fantasy Teil wie von diesem hier. Doch, Final Fantasy 7 damals, als ich ganz, ganz jung war, da hat mich Final Fantasy 7 geflasht. Das war das letzte Final Fantasy, was mich so richtig krass geflasht hat, dass ich nicht aufhören konnte zu spielen.
Elpimus-Ei. Noch eins. Und noch eins. Jawoll. Damit können wir uns später eine gute Mahlzeit bereiten. Und ich würde sagen, auf zu den nächsten Schnitt. Sydney wartet sicher auf uns. Und vielleicht ist Sid mit dem Regal ja auch schon ver... Was ist das? Was zum... Aus dem Weg! Alter, der war ja riesig! Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Die Natur ist unberechenbar. Das kannst du laut sagen. Holy shit. Was wollte er von mir? Oh, das Ding ist riesig. Krass. Es dreht um. Ich hoffe, es dreht nicht um. Nee, es ist nur hinter dem Berg verschwunden, alles gut. Trotzdem hätte ich gerne ein Auge drauf gehalten. Falls es wiederkommt. Das heißt, wir müssen jetzt auch noch auf die in der Luft aufpassen, dass da irgendwas passiert. Alter, dieses Spiel ist... Die jahrelange Entwicklung, sie hat sich einfach gelohnt. Da frage ich mich doch... Ich dachte, der Sprit war leer. Wieso muss unser Auto repariert werden? Ich meine, die haben ja gesagt, das ist eine einfache Inspektion, aber... Hätte nicht einfach tanken genügt? Jeder Gefährte kann eine bestimmte Waffenart als Nebenwaffe rüsten. Ja, das ist cool. Ach. Weiß ich doch. Nichts Besonderes. Naja. Können wir hier rüberhüpfen? War ja klar. Hier können wir aber rüberhüpfen. Ortschaft entdeckt. Da wären wir. Wer bist denn du? Nichts Besonderes. Okay, ah, da liegt was. Ich seh's. Gedenkmünze. Hey, was geht hier? Hallöchen! Achso, hier kann ich Tränke kaufen. Phönix wieder regeneriert, also nicht regeneriert, sondern belebt wieder, das weiß ich. Ich hätte Geld verlangen sollen für den Auftrag, ganz ehrlich. Hätte ich machen sollen. Ich kann Sachen fürs Auto kaufen. Sticker, Hammerhead! Die schönen Künste. Ich kann mein Auto lackieren lassen. Mit diesem Album kannst du unterwegs den Klängen von Final Fantasy Original Soundtrack lauschen. Final Fantasy 4? Oh, ich würde gerne 7. Kauf ich. Besten Dank. Bis zum nächsten Mal. Soundtracks hören unterwegs. Besser geht's nicht. Schmierfix Zero. Reibung war gestern. Schmierfix ist heute. Wow, eine ganz schöne Auswahl. Yunon Super Motoröl. Damit drehen sie auf. Ist das cool, was die alles eingebaut haben? Töpfe und Wannen für ihren nächsten Campingausflug. Sie finden nicht, was sie suchen? Fragen sie uns. Ob was Gutes dabei ist? Wir haben aus Insomnia genug mitgenommen. Zeit für die nächste Inspektion. Dann nichts wie hin zu Hammerhead. Wir spüren jeden Fehler auf und er ist auch noch, wenn er auch noch so klein ist. Na gut. Dann holen wir unser Auto ab. Noch ohne Lackierung. Früher oder später werden wir eine haben. Und noch haben wir nicht genug Geld. Hat zwar ein bisschen gedauert, aber ist dafür auch hübsch geworden. Nicht wahr? Ist ja fast so schade zum Fahren. Okay, dann lichten wir das Prachtstück mal ab. Ein schickes Foto? Gerne doch. Gebt gut darauf acht. Ach ja, und Hoheit? Könnt ihr vielleicht ein Päckchen für mich abliefern? Die Boten spielen ablehnen. Wieso soll ich prompto jedes Mal entscheiden lassen? Ja, komm, machen wir. Klar, warum nicht? Vielen Dank. Also, ich war so frei, die Fracht schon im Kofferraum zu verstauen. Auf dem Weg zum Galdinkai liegt ein Motel. Die Lieferung ist für den Besitzer. Ich zähle auf euch. Ah, so läuft das also. Geht klar, Mädel. Jetzt, wo der Wagen frisch gewartet ist, willst du dich nicht hinters Steuer setzen? Und selbst ein bisschen fahren? Ich werde fahren. Ich werde fahren. Okay,
Warum nicht? Du weißt es natürlich selbst, aber fahr vorsichtig. Nö. Einfach nö. Ja, Freunde, cool. Morgen werden wir auf große Fahrt gehen mit unserem kleinen Mobil. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge von Final Fantasy 15. Haut rein, euer Zero. Tschüss.